Also ich finde es ganz cool, dass wir jetzt wunschlos sind. Ja, sozusagen wunschlos glücklich. Ehrlich gesagt bin ich immer einigermaßen dankbar, wenn man mir irgendwelche Vorlagen bietet. Das gab es beim letzten Spiel nicht. Gegen die Bayern, da war komplette Ruhe vorher aus Respekt. Aber dieses 1-0 gegen uns scheint den Respekt genommen zu haben. Unsere Schuld. Müssen wir dafür sorgen, dass sich das ändert. Ich kann nicht sagen, dass die Bayern unser Traum los sind. Barcelona auch nicht und Real übrigens auch nicht. Aber das Coolste an der ganzen Geschichte ist, dass wir am Freitag im Topf sind. Das ist durch nichts zu toppen. Es ist einfach etwas für die Ewigkeit, das muss man sagen. Alles, was da passiert ist in dieser verrückten Nachspielzeit, ist was für die Ewigkeit und genauso hat sich es angefühlt. Es war, auch wenn es natürlich de facto nicht war, aber es war wie eine gefühlte Meisterschaft. Lukas Piszczek hat jetzt diesmal nichts mit der allseits bekannten Hüfte, sondern ist in der ersten Halbzeit schon aufs Knie gefallen, also mit dem Kopfball, den er da querlegt. Das ist noch nicht völlig schmerzfrei, es ist jetzt wohl auch nichts Dramatisches, aber inwieweit das fürs Wochenende reicht, kann ich noch nicht einschätzen. Ich hoffe, dass alle zur Verfügung stehen werden und wir dann aus dem kompletten Kader dann eine Mannschaft basteln können.